Seid uns willkommen. Outlaw da, Akira hier, Path of Exile. Ja, bei euch auf dem Bildschirm. Tachchen. Ja, und ich krieg einen Drehwurm. Ja, ich merk das schon. Ja. Wir wollten jetzt nicht ganz zeigen, wie wir hier wieder hinlaufen zum nächsten Gebiet. Alles ein bisschen anstrengend und so. Ich wollte einmal ganz kurz drauf eingehen. Ich habe ein bisschen noch was hier reingeschmissen in meine Skillbäume. Oder mein Skillbaum. Hab mir den Blood Magic nun geholt. Hab also ab nun kein Mana mehr und nur noch Leben. Und eben halt Lebenstränke. Ja, und hab einen Froschsprung. Hehe. Guck mal. Ich bin der Frosch. Ich hab auch einen ganz neuen tollen Skill. Ich kann so Blitze aus meinen Fingerspitzen casten. Furzen. Naja, schon klar. Ja, ich furze immer. Du Blitzfurz. Ja, wir sind jetzt hier, wie schon eben erwähnt, im zweiten Gebiet, wo noch eine Quest für uns versteckt sein soll. Das heißt, ja. Naja, in diesem Gebiet ja noch nicht, da müssen wir noch ein Gebiet weiter. Fenshrine Ruins. Richtig, und das ist meins, das lässt du mal schön. Spring doch, spring doch. Tu ich doch, tu ich doch. Kisten. Aber nicht über die Klippe. Ja, das und geht ja auch nicht, das wissen da wir. Da ist mein Froschsprung aufgestiegen. Müssen wir ja gestehen, wir haben die auch ein wenig ausprobierte Skills, bevor wir sie euch zeigen. Und haben natürlich auch schon versucht, von der Klippe runter zu springen, beziehungsweise Akira hat es versucht. Ja, ich wir mussten ja auch irgendwie hier hinkommen, also von daher ist das ja jetzt... Oh, guck mal, da liegt noch ein Large Mana. Sonst nehme ich sie mit. Jo, nimm du sie mit. So, für irgendeinen eventuellen Charakter. Ja, es ist übrigens eine super, super Geschichte. Ich habe hier jetzt wirklich absolut keine Probleme mehr mit Ressourcen, was normale Monster angeht. Ich bekomme nämlich durch meinen Blitzschlag ja auch die ganze Zeit Lebenspunkte wieder. Das heißt, ich kann eigentlich fast durchgehend, ohne irgendwie was zu schlucken, hier durch die Gegend springen und schlagen und dies machen und jenes machen. Das ist eigentlich alles kein Problem mehr. Oh, so, by the way, du hast noch dein Item drin, wo du eine bessere Chance auf Items hast? Ja, das habe ich immer noch drin. Gut. Nicht, dass ich dich jetzt die ganze Zeit umsonst die Kisten aufmachen lasse. Ja, es ist zwar nur so ein paar Prozent, aber immerhin. Oh, ein Goldener. Zombies, die ordentlich brennen. Brennt. Sind die schon wieder... Ha. Wunderbar. Greift er mich an? Da muss ich doch mal mein Schildchen anmachen. Ui, was ist das denn hier? Energy Shield. Ein Energy Shield? Ja, aber nur Energy Shield. Deswegen. Nicht so sinnig. Nö. Nicht wirklich so toll. Mir jetzt eigentlich mehr von dem Goldenen, muss ich sagen. Ja, schon. Aber sonst hat nicht immer gute Items bei. Nee. Das ist auf jeden Fall sehr interessant, dass dein Blitz scheinbar wirklich random irgendwas in der Umgebung angreift. Also selbst wenn da so eine... Ja, auch wenn, so ich, eine, nicht, wenn ich nichts anvisiere. Ja, wenn aber selbst, anvisiere, selbst so ein Steinhaufen, sag ich mal, hat er eben gerade anvisiert. Das ist echt witzig. Echt? Das ist mir gar nicht gefallen. Ich fand das nur lustig, dass egal wo ich gerade hinziele, er visiert irgendeinen Gegner an. Ja, das ist doch gerade am nächsten ist. Ich brauch gar nicht drüber halten. Da ist was. Sehr, sehr praktisch für so einen Aiming-Noob wie mich. Ja, komm, mit Maus-Aim ist dann jetzt nicht schwer. Also im Sinne von Strategiespiel. Und das ist ja hier so Strategiespielsteuerung, sag ich mal. Die Hauptsache, man sieht... Oh, 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 meiner. Ach, verdammt. Ja, toll. Ich wollte den Ring haben, Schnuff. Oh ja, was ist denn das? Cold Resistance, Physical Damage. Sah toll aus. Maximum Life, Maximum Mana, Maximum. Oh, das ist ja krass, echt. Ja, gut, Mana, das bringt mir nichts. Nee, dann ist das ja eher was für dich. Genau. Kann ich gleich mal austauschen, das ist echt cool. Und ganz schnell laufen, das klaut er mir wieder was. Nö, da war nichts zu klauen. Hast nochmal Glück gehabt. Ach, verdammt.
Aber das könntest du mir eh eventuell in die Hand drücken, da ich ja noch eine Waffe fertig machen wollte. Aber das können wir später noch mal schauen. Bam, bam. Aber hier sind ja massig Kisten. Wird schon noch wieder was rauskommen. Aber ich habe hier irgendwie einen leichten Lag, habe ich das Gefühl manchmal. Nicht nur du. Vielleicht ist das... Ja, weiß ich nicht. Du meinst das Event, was jetzt gerade im Hintergrund läuft, dass das genau eventuell... Ja, doch sehr perfekt verursacht. Ja, das kann gut angehen. Das haben so eine Events an sich. Aber nee. Klatsch. Kiste. So, das war das Skelett. Lange hat es ja nicht gelebt. Ja, mal davon ab. Skelette, die leben. So, so. Oh, das ist ein Gold noch. Cold, extra Cold Damage. Ah, okay, das geht ja. Aber kein Lightning. Mann, du, was kriegst du denn den ganzen Kram gerade? Ich nicht. Evasion Rating und Energy Shield ist auch nicht so toll. Was bin ich jetzt für Müll aufgehoben? Oh, blaue. Oh, blaue. Die nicht lange aufhalten hier. Nicht wirklich, ne? Yeah. Ihr Muschis, kommt her. Na, Additional Life, da hat man aber nicht viel von gemerkt. Nee, abgesehen davon, dass der Balken ein bisschen länger als normal war. Ah, okay, ja gut, da habe ich nicht mal drauf geachtet. Ach, das ist doch unglaublich. Das macht doch keinen Spaß so, ich will auch mal was haben. Ey, das ist nur aus schon wieder Gerechtigkeit, weil in einer der anderen Folgen hast du die ganze Zeit die Sachen gekriegt. Na, endlich mal wieder was für mich. Stimmt doch gar nicht. Lüg doch nicht. Es ist nicht gelogen, das ist nur eine empfindsame Feststellung. Empfindsam? Alter, Alter. Zumindest habe ich es so empfunden. Und da meine Realität ja ausschlaggebend ist für das Sein... Ah, okay. Einbildung ist auch eine Bildung, oder wie war das? Ja, besser als gar keine Bildung. Da sage ich jetzt mal nichts zu. Gibt auch Leute, die sind dumm ohne Bildung, oder so ähnlich. Ja. Gibt aber auch Leute, die sind dumm mit Bildung, also da scheint es auch die Bildung nicht wirklich zu bringen. Klong? Was war denn das jetzt? Das sah ja aber merkwürdig aus. Auf jeden Fall finde ich die irgendwie knuffig. Ich hätte die gerne als Stofftierchen für mein Bettchen und für mein Träumchen. Ein Steinhaufen. Ja, als Kuscheltier, so als Plüschtier. Mhm. Ein Steinhaufen, ist klar. Ja, ein Steinhaufen. Willst du nicht schon immer mal mit einem Stein kuscheln? Nein. Nein? Nein. Wie bist du denn drauf? Scheinbar nicht so ein Steinfreak wie du. Ah, Steine machen mich einfach wuschig und geil. Ich glaube, ich habe irgendwie einen sehr verschrägen Sexualtrieb. Ich glaube es langsam auch. Du machst mir Angst. Echt? Ein bisschen, ich hab viel erreicht. Oh, wirklich nur ein kleines bisschen. Oh, meiner. Was auch immer. Oh, nee. Oh, da hinten ist ein goldener. Echt? Links. Der da, resist cold, resist extra cold damage. Und Aua macht der. Aua? Bisher macht mir kein Aua. Ist nee, weil er mich haut. Die meins. Bin ich denn jetzt hingerannt? Ein blaues Rusted Sword. Hier hinten. Nicht Gott, wirklich was. Interessantes. Oh, da ist noch ein goldener. Ja, auf der rechten Flanke. Oh, oh. Ein Tower Shield. Rechten Flanke war auch noch eine ganze Menge. War mit einem grünen Slot. One Hand Mace, magisch. 16 zu 31 nur. Ja, nee. Ich glaube, ich muss mal hier ein bisschen den Crap mal rausschmeißen. Schon wieder irgend so ein Mist aufgesammelt.
weil ich nichts Besseres bekommen habe. Oh, armes Tütü. Ja, ganz traurig. Willst du einen Keks haben? Nee. Der bringt mir ja nichts. Oh, 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 ein Skill. Yeah, ein roter Decoy-Totem. Willst du es haben? Das Decoy-Totem? Ja. Ja. Ja? Yeah. Ja. Das ist dieses Ablenk-Totem, ne? Yep. Also Spott-Totem. Vor allem, man kann es halt auch ein bisschen weitersetzen, das ist das Schöne. Muss ich nochmal kurz gucken, was ich mir Glacial Hammer muss ich dafür rausnehmen. Das mache ich dann aber gleich. Das ist ja auch sehr interessant. Ich hau schon auf die einen und sie laufen trotzdem zu dir. Da ja. Bin ich aufgestiegen. Wir wissen halt einfach, was gut für sie ist. Meinst du, was nicht gut für sie ist? Ja. Was nehme ich denn jetzt mal mit? Mehr ja. Armor? Ich habe ja ein paar Skills zurückgesetzt gehabt. Ja. Nehme ich die nämlich, glaube ich, erstmal wieder mit. Ja. Ist doch mal schick. Jetzt aus. Hier waren wir ja schon. Weil diesen Glacial Hammer brauche ich nicht. Ich habe ja meine Frostnova. Da habe ich dann Eis schon mit abgedeckt. Und ich finde meinen Heavy Strike für den Nahkampf auch wesentlich besser, weil der macht jetzt. Was war das genau? Stunt sie und macht dann zusätzlich noch physische Schaden. Das heißt, der ist dann elementar unabhängig. Und damit kann ich nochmal gut Schaden machen. Ich habe hier gerade eine Greater Life Flask gefunden. Eine Greater, oh ja. Kannst du eine Large gebrauchen? Nee, Large habe ich schon. Okay. Large bin ich schon voll. Ich könnte auch noch eine Greater. Das ist meine Greater erste. Gebrauchen. Das ist meine erste, das tut mir leid. Stimmt doch gar nicht. Na doch, schon ein bisschen. Weil du bist der Erste, der gestorben ist, von daher. Eigentlich erstmal hier unten schauen. Ja, sind mir da aber irgendwie so entgegengelaufen. Die haben so geschrien, ne, töte mich, töte mich. Aber die sind doch schon tot. Oh, 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 oh. Schön. Maschen. Schön, schön. Oh, was eine ist das? Eine Beertrap. Eine Beertrap? Eine Bärenfalle. Ist ganz gut für Ranger, um... denke ich mal, Gegner auf Abstand zu halten. Also ich könnte sie gebrauchen, falls du sie nicht haben möchtest. Also ich möchte sie nicht haben. Kann ich dir geben? Ich habe ja noch eine Rangerin. Ja, habe ich auch, aber der wollte ich keine Beer Trap geben. Mal angucken. Die hatte ich ja schon mal zur Auswahl bekommen für eine Quest. Da war aber was Schickeres bei und irgendwie hat die mich auch nicht wirklich angesprochen. Na dann. Aber so ist es ja schön. Oh. Hast du denn eine Superior Greater? Jo, aber Mana. Ach so, Mana. Large, oh cool. Aber leider nur 5%, aber immerhin. Ja. Mal gucken, ich habe nämlich jetzt auch eine normale Superior Large. Kann ich dann mal gegen eine Superior Greater. Wie viele Charges sind denn? Currently ist 50 Charges, currently ist 40 Charges. Ja, hier scheint jetzt nicht mehr wirklich viel zu sein. Ne, jetzt müssen wir nur den... Haben wir den Weg weiter schon gefunden? Hast du den schon gesehen? Ich hab den nicht gesehen, ne. Dann müssen wir sind ja auch ziemlich mittig immer gelaufen. Mhm. Ich würde sagen, wir nehmen den nördlichen Weg einfach und gucken da mal. Ach, da ist er doch, oder? Nee, das ist nur ein Durchgang. Hier waren wir schon gerade eben. Ja, nein, ich meinte hier unten, aber das ist nur ein Durchgang. Ja, das ist nur ein Durchgang. Genau, irgendwie hier nach unten. Lass uns zuerst mal hier oben lang. Dass wir genau sicher sein können, dass hier nichts ist. A chest. So, also hier ist jetzt nichts mehr. Genau, hier waren wir auch schon. Waren wir da auch ganz am Ende? Ja, hier ist auch, glaube ich, der Durchgang. Oder ist das nur ein Durchgang? Nee, das ist wieder nur so ein... Oh. Weg. Ich hau dich. Da haben wir sogar noch was liegen lassen. Ja, hier irgendwie. Da waren wir auch schon. Da oben geht's noch weiter. Auch ein bedabbelt. Da geht es noch weiter.
A chest. Ah, da links ist doch was, das höre ich doch. Das höre ich doch, das Grunzen. Ach, da ist was aufgestiegen, schönes Ding. Und noch was Spuren. Aufgestiegen. Aber ich wieder einen Felsen gemoscht. Deine Kuschelfelsen, ne? Ja, ein Kuschelfelsen. So, hier oben ist jetzt nichts mehr. Und ein Gistchen. Hui. Noch eine Beer Trap. Ah, jetzt hab ich sie. Willst du eine wieder haben? Ja, gerne. Oh, der Lightning Resisting. Yep. Boah. Lecker, lecker, lecker. Her damit. Ha. Da gibt's wieder einen. Genau. Hier schönen ist dann auch nicht Ort. Weiter. Da ist aber noch eine Kiste. Ja. Ey. Aber hier geht's nicht ins nächste Gebiet. Trotzdem ist hier noch eine Kiste. Da, siehst du? Für ein Orb of Chunks. Hast du. Oh, guck mal da. A da, Chunk da, of da. Orb. Da, da, da. Da, 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 da. Ich sehe nichts. Pass, Sitz, Platz. Ja, also das muss ich wirklich sagen. Gerade hier ist das echt blöd. Stell dich mal hier hin, wo ich jetzt gerade stehe. Ja, ich weiß, habe ich das schon gemerkt. Gerade gar nichts. Also das Ausblenden, das fehlt wirklich ein little bit. Ja. Oh, irgendwas Tolles ist hier. Das ist ganz Tolles. Ganz viele tolle Gegner. Guck dir mal den Kreis an. Die Kamera kann man oh, auch gar da oben. Nicht. Guck mal da oben. Lightning, wo ist das? Elemental Damage, na super. Dann hauen wir ihn halt damit. Und hat's ihm geholfen? Nö. Nö. Und ich habe jetzt auch eine Greater Life Flask. Wie der. Jetzt auch eine Greater Life Flask. Das ist doch schön. Ui, das ist aber groß hier. Ah, hier geht's rein. Da ist der Dungeon. Der Dungeon? Der Dungeon. Dungeon, ich sehe dich gerade gar nicht. Da bist du. Da ist der Dungeon. Wollen wir denn schon in der Dungeon rein? Oder wollen wir das in der nächsten Folge machen? Ich würde sagen, wir machen das in der nächsten Folge, oder? Lass uns doch erstmal nochmal hier den Rest abchecken. Hier ist doch noch einiges. Okay. Dann check mal an hier. Damit sie doch nicht alle hier so stehen lassen. Wieso? Ein bisschen in der Nase puppeln? Nee, die Nase ist gut. Wir haben auch ein Real also, Life, ja? Also mit Knochen, nur mit Knochen in einer Knochennase rumpupeln. Ich glaube, das kommt nicht so cool. Vor allen Dingen, na egal, lassen wir das Thema jetzt. Ich wollte gerade schon sagen, so das schmeckt doch auch gar nicht so mit Knochenresten und so, weißt du? Schon wieder falsch gemacht. Ich bring das immer durcheinander mit den Zombies. Du meinst mit den Resistenzen? Oder was meinst du falsch? Ja. Genau, das meine ich mit falsch. Die Zombies sind anfällig gegen Feuer, aber dafür kaltresistent. Kaltresistent. Und die Skelette, die sind anfällig für Kälte, aber dafür feuerresistent. Kaltresistent, herrlich. Ja. Die sind kaltresistent. So, dann lass uns mal da durch. Kann ich mal so einen Cliffhanger zeigen. Und wir sagen dann einfach mal, ja, wie du schon eben erwähnt hattest, was wir hier erfinden, werden wir erst in der nächsten Folge sehen. Von daher. Edgy Badge. Cliffhanger, Cliffhanger, genau. Also, bis zum nächsten Mal. Auf bye bald. Bye.